Na komm schon. Hätten wir das auch erledigt. Hey, schau dir das an. Sieht nach einem Mana-Boost aus, oder ist es? Ja. Oder ist es der neue Zauber? Oder die Vasallenerweiterung schaut anders aus. Dann bringen wir das mal schnell zurück. Also hat es doch reingedrückt, Tatsache. Mana Boost, yep, Tatsache. Als hätte ich es gewusst. Okay, ich hab's gewusst. Man sieht sie auch zum Glück überhaupt nicht an den Steinen oder so. Ich glaube, eine Mana-Erweiterung fehlt trotzdem noch und ich habe noch eine, also dann noch dementsprechend zwei Lebenserweiterungen. Die Frage ist nur, wo geht's jetzt hier weiter? Hier. Hier ist ein Weg, das sieht gut aus. Oh Gott. Wozu sind Schnecken eigentlich gut? Sie existieren nur, um zerquetscht zu werden. Diese Kreaturen sind tödlich, aber sie mögen keine Zwerge. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Stimmt schon, sie mögen keine Zwerge, dann leider auch keine Vasallen. Das ist halt. So eine stolze Rasse. Zur Sklaverei verdammt. Manchmal haben auch die Götter Humor. Oh, Backe. Durch diese Rohre fließt Bier direkt aus der Brauerei. Heftiges Zeug. Wie die Schergen sind auch die Zwerge am wildesten, wenn sie getrunken haben. Also passt auf, Herr. Nicht mal los. Fiese Schergen. Geht doch. Wenn ihr euch jetzt fragt, wohin jetzt? Ich auch. Aber ich fürchte, wir müssen da fast durch. Gut, Schergen. Wusste ich doch. Die Schnecken erledigen das für uns. Da schau an, ein Schergenzauber. Ich glaube, das reicht dann auch wieder.
Jetzt kommt es nur noch irgendwie darauf an, diese Schnecken auf die Zwerge loszulassen. Ich glaube, das mache ich besser alleine. Obwohl ich raffe gerade, ich habe keine Gesundheit und keine Mana mehr. Diese Kreatur, sie hat unseren Wald zerstört. Wir konnten sie nicht aufhalten. Ich denke, die meinen mich. Ich bin jetzt zur Fleischzeit, bevor ihr zu Fleisch werdet. Ja, aber gut, die Blauen machen gute Arbeit, das... Nur ein Verlust, es geht. Habe ich schon Schlimmeres gesehen. Alkohol, ach du Grüne. Gar nicht so wenig. Ist auf jeden Fall genug für alle. Oh oh, ich soll hier ganz dringend abhauen. Dieser Herzschlag, der klingt schon so. Hallo? Wiederbeleben, Leute? Nein, zu spät. So. Dann mal los. Also doch ein Schergenzauber. Ich dachte, das wäre... Egal, wir müssen sowieso zurück. Und eventuell auch irgendwo eine Heilmöglichkeit finden. Andererseits, am schnellsten geht es in den Turm, nur ich habe Angst, dass ich dann wieder alles machen muss. Ich frage mich nur gerade, ob diese Glocke nicht auch irgendeine bestimmte Bedeutung hatte. Und eigentlich sollten wir, wie gesagt, auch noch rote Schergen auftreiben, weil wir dann Waffen schmieden müssen noch. Ach, halt doch still. Assassinen sind so grausam. Zurück zum Turm. Wie gesagt, wir könnten jetzt theoretisch eigentlich mal rote sammeln gehen. Ja, ist okay. Und dann... die Dinger sammeln gehen. Die Waffe schmieden. Andererseits... Gut, wie viele Schergen haben wir gerade? Wir haben nicht allzu viele, soweit ich das weiß. 27 mal. Und braune haben wir auch nicht unbedingt viele. Wir sollten tatsächlich erstmal Schergen sammeln gehen, ja. Das wäre jetzt wichtig. Schergen sind halt die Grundessenz von allem hier. Ohne Schergen sehen wir halt leider sehr blöd aus.
Ja, nee, du mich auch. Beeilung, sammelt man schneller. Da unten liegt auch noch ein Zauber für uns. Sollten wir uns auch holen. Hallo? So brauchen wir dann blaue, ist klar, aber jetzt erstmal 88 schon, okay. Da hinten war doch noch eine Weide. Eine weite Weide. Dann stürmt mal. Bin begeistert. Sicher bin ich am Feuer verloren. Klar. Schlecht dich an den Explosionen. Abwarten, Tee trinken, abwackeln. Schäfchen da hinten wirklich abbrennen. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob wir hier alle Quests haben. Diese Wurzeln! Sowas habe ich noch nie gesehen! Ist schön für dich, du bist halt ein Hinterwäldler. Hab ich so viele Rote verloren? Sind doch eigentlich die, die Feuer immun sind. Dachte ich zumindest. Egal, wir brauchen noch ein paar rote Seelen, das stimmt schon. Ja, hier war der Schmelzofen, genau. Dann geht's von hier aus jetzt in die Feuerlande. Sind genau am anderen Ende. Tach, tach, tach. Noch mehr Schäfchen, okay. Bum, badum, badum, badum. Ohne mich zu verlaufen, ich bin begeistert von mir selbst. Das kriege ich selten hin. Auf meine. Oh, die Käfer töten meine Seilen schneller als ich Seelen kriege. Wenn der grundlegende Gedanke hat, dass man alleine schneller Seelen farmen kann als mit denen, weil die sowieso nichts reißen. Ich möchte hier kein Minusgeschäft machen.
Was ich wahrscheinlich sowieso schon längst getan habe. Und auf 18, oh Gott. Die roten sind halt verdammt selten, bei Waffenschmieden glaube ich auch die wichtigsten.